Hansel Schumann und der Commonwealth Champion Tony Sinclair gewesen sind. Liebe Fans, the ultimate warrior, he is back in the ring. Denn einige Zeit war er ja weg aus dem Ring, hat er einige Filme gedreht, nachdem er sich 1991 aus der WWF verabschiedet hatte, direkt nach SummerSlam. Und hier zeigt er, in welcher bestechenden Form er ist. Körperlich vollkommen fit, genauso wie es immer war. Wrestling-Fans aus nah und fern zum Main-Event. Zum Schlusskampf darf ich Ihnen als Ersten unseren internationalen Referee vorstellen. Noch einmal, hier ist er aus Schottland. Mr. Mick McMichael. Hier noch einmal die Ansage des Ringannouncers. Hier die beiden Fighter, die Kontrahenten zum Kampf um die Power Wrestling Trophy. Wir begrüßen in der blauen Ringdecke mit einem Kampfgewicht von 123 Kilo aus Deutschland, für Deutschland, 10 Jahre Teamkampf-Champion, den kampfstarken Hannoveraner Ulf Erwan. Ja, die Vorstellung von Herman the German, berühmt dafür, dass er noch die Rakete abschießt. Und hier der Gegner in der roten Ringdecke. Mit einem Kampfgewicht von 116 Kilogramm, der Superstar aus den USA, Ultimate Warrior. Ja, und da glaubte man, dass das auseinanderbricht, so eine Atmosphäre war es. Im Kampf um die Power Wrestling Trophy. Eine maximale Kampfzeit von einer Stunde. Manfred Koch, der Ringannouncer, verließ dann den Ring, das Match einzuläuten. Und alle waren natürlich gespannt darauf, in welcher Form im Wrestling der Ultimate Warrior ist. Er begann ja als Bodybuilder. Und 1985 lernte er dann bei einem Mr. America-Wettbewerb Sting kennen, den Wrestler, der jetzt in der WCW zu finden ist. Und beide starteten dann als Power Team USA. Beide trainierten damals beim legendären Red Bastion. Und Warrior nannte sich damals noch Rock. In der Folge nannten sich Sting und Rock dann als Team The Blade Runners. 1986 trennten sich dann ihre Wege. Rock war dann als Dingo Warrior zur World Class Promotion gewechselt. Im Sommer 87 dann zur WWF. Und bei der WWF trat er dann als Ultimate Warrior auf. Beim SummerSlam 1988 gewann er in nur 25 Sekunden den Intercontinental-Titel vom Honky Tonk Man. So, das nur als kurze Information für diejenigen, die es nicht wissen.
ganz, ganz wichtig noch, dass er dann bei WrestleMania 6 im Sky Dome von Toronto vor fast 60.000 Zuschauern am 1. April 1990 einen klaren Pinfall landen konnte, was 9 Jahre lang keinem gelungen war, nämlich über Hulk Hogan. Beim Royal Rumble im Januar 91 musste er diesen Titel dann durch unfaires Eingreifen von Randy Savage an Sergeant Slaughter abgeben. Wie gesagt, dann verließ er die WWF, drehte einige Filme und Fernsehserien und ist jetzt voll wieder da und voll im Match um die Power Wrestling Trophy in Hannover auf dem Schützenplatz bei der CWA im Catchpalast und bei Ihnen zu Hause, bei euch zu Hause, liebe Fans. Ulf Herrmann kommt ja aus Hannover oder geht von Hannover aus Saarstedt, wurde einmal von mir entdeckt und war als mutiger junger Mann dann im Ring, wurde von Franzis Schumann ein bisschen trainiert, der ihm einige blaue Flecke beigebracht hat, aber Ulf Herrmann ist dabei geblieben, hat sehr, sehr viel trainiert, ist dann nach England gegangen, Südafrika gegangen und hat einige Erfolge dort gehabt und bei der CBA ist er dann zu Titelehren gekommen, denn er ist zusammen mit Gustav Spiesel CBA Tag Team Champion. Schaut euch diesen Rahmen, diesen Body vom Ultimate Warrior an. Und dazu muss man sagen, dass Ulf Herrmann also auch einen ganz tollen Body hat, sehr, sehr durchtrainiert ist, aber dieser Ultimate Warrior, was der beeindruckend war und was es mich jetzt auch wieder beeindruckt, das muss ich sagen, er hat eine Ausstrahlung, eine enorme Ausstrahlung. Also er ist nicht der ganz große Highflyer. Er hat einige ganz beeindruckende Moves. Und wenn er die anbringt, dann bringt er die mit einer solchen Ausstrahlung, mit einem solchen Charisma an, dass die Fans voll hinter ihm stehen. Also es war in diesem Match zumindest so, dass man gehört hat, Warrior, Warrior, Warrior von vielleicht 50-60% und von 40-50% auf der anderen Seite. Die Rufe Herrmann, Herrmann, Herrmann. Na und Herrmann natürlich auf dem Höhepunkt seiner Karriere mit so einem Match, das ist auch klar. Denn wer kann schon gegen den Ultimate Warrior antreten? Er wurde dazu ausersehen, weil er natürlich einmal Hannoveraner ist, in seiner Heimatstadt gegen den Warrior natürlich einen Glanzpunkt setzen kann, aber auch, weil er eben in der Größe, in der Kraft vielleicht gegenhalten konnte. Und das hat man hier gesehen bei diesen Kraftteilen, dass der Warrior da auf die Knie gehen musste. Referee in diesem Match wieder ist der Mick McMichael, der also bei Trophy-Matches und Meisterschaft keinen Schottenrock trägt, wie man sonst von ihm gewöhnt ist, sondern dann eine normale schwarze Referee-Hose. Ja, immer noch dieser Kraftteil, schaut euch mal an. Sieht es an den Muskeln beider Kontrahenten, wie einer den anderen beeindrucken will, wie einer den anderen natürlich auf die Knie zwingen will. Und in diesem Fall ist es der Ultimate Warrior, der oben ist. Und was man sonst erlebt, dass dann zwischendurch dieser Kick kommt, weil man selbst die Kraft nicht mehr ausüben kann. Das ist bei diesen beiden nicht der Fall. Aber dafür jetzt der Side Headlock vom Ultimate Warrior. Ja, Ulf Herrmann wird sich natürlich auch eine Strategie zurechtgelegt haben. Und da kann man nur hoffen, dass er nicht erstirbt vor Ehrfurcht vor dem Ultimate Warrior,
Denn das spielt ja auch immer ein bisschen in den Kampfaufbau eines Wrestlers rein. Der Name des Gegners, Bekanntheitsgrad, der Ruhm, den er mitbringt. Aber Ulf Herrmann hebt ihn aus, den Ultimate Warrior, und haut ihn zu Boden. Jawohl, da baut er sich selbst auf, zeigt auf ihn. So, mein Lieber, auch das kann ich. Ulf Herrmann ist in der CBA bekannt dafür, dass er Moves, wie sie zum Beispiel von Cactus Jack gezeigt wurden und wie sie teilweise von viel leichteren Technikern gezeigt werden, von ihm immer wieder überrascht werden. Der Ulf mit seinen Sprüngen nach draußen, über das Top-Rope weg und. Auch er hatte über 120 Kilo. Side-Headlock jetzt beim Warrior. Jetzt ist er sogar so kess, dass er zum Referee sagt, ask him. Also frag ihn, ob er aufgeben will. Aber da gibt der Warrior natürlich nicht auf, das ist klar. Aus nah und fern sind die Fans gekommen, um den Ultimate Warrior bei seiner Rückkehr in den Ring wiederzusehen. Die Ausstrahlung, die von diesem Kämpfer ausgeht, von diesem Wrestler, die ist enorm, ich habe es schon mal gesagt. Schulterblock, Ulf Herrmann rüber und Power Slam vom Ultimate Warrior. Und das ist eben immer wieder diese Situation eines Wrestling-Matches, die von einem Star bestimmt wird. Dass ein Star ganz schnell auch die bestimmten Sekunden rausfindet, wo er das Match drehen kann, wo er ansetzen kann zum Finishing Move. Und ob Ulf Herrmann da gegenhalten kann, das ist die große Frage. Kraft genug hätte er. Außerdem ist er voll im Saft, voll im Training und voll im Kampfgeschehen bei der CBA. Er hat die gesamte Tour mitgemacht. Oh, aber was sind das für Jobs? Weh, oh, weh, oh, weh. Und Ulf, der da ein bisschen in der Ecke hängt, der muss ja auch nehmen. Der ist nicht einmal fähig, da hochzukommen. Whip in jetzt. In der Ringecke muss er dann auch noch diesen Splash nehmen. Halber Schulterblock war es. Und der Warrior kommt schon wieder mit der Clothesline. Und draußen ist der Herman the German in Nöten. Ach, Kopfschütteln. Sehen, dass ich wieder reinkomme. Alles das wird ihm jetzt durch den Kopf gehen. Und wieder rauf, aber da ist der Warrior schon hinterher. Und was macht er mit Ulf? Nochmal auf den Apron mit dem Kopf. Und auf den Tisch. Natürlich spricht die erste Geldstrafe aus. Aber der Warrior lässt sich da nicht von abbringen, dass er doch wieder draußen ist. Und Ulf Herrmann wieder angreift außerhalb des Ringes. Also Aktionen außerhalb. Aber jetzt kommt Ulf zurück. Und da soll er nicht so lange fragen, sondern da soll er machen, machen, machen. Ausheber, jawohl, draußen. Body Slam und selbst nach oben. Richtig, Ulf. Und jetzt darauf warten, dass der Warrior reinkommt und dann weitermachen. Und dann springt er über das dritte Seil, raus auf den Warrior mit einem Crossbody. Den Anlauf hat man nicht richtig gesehen, aber er hat ganz einfach nicht mehr warten wollen. Und ist über das Topseil gesprungen auf seinen Gegner. Rein, rein, jawohl, beide wieder rein in den Ring. Aber dann war es so, dass der Ulf die Oberhand hatte. Ja, und man kann natürlich hinterher noch
mutmaßen, was richtig gewesen wäre, wenn und weiß ich was alles. Aber er hat zumindest den Ultimate Warrior in dieser Phase des Matches beherrscht. Headlock angesetzt jetzt von hinten. Das kostet natürlich auch für den Kraft, der diesen Headlock ansetzt. Und ich sage es immer wieder, liebe Fans und speziell ihr Kids zu Hause, ihr könnt alles Mögliche probieren, aber seht euch vor, dass ihr keine riskanten Sachen dabei macht, sondern trainiert lieber in einem Club, in einem Wrestling-Club oder schon wieder eine Geldprämie hier, oder aber, dass ihr in einen Judo-Verein geht, denn dort habt ihr eigentlich die Grundlage für jedes Wrestling. Also keine waghalsigen Sachen zu Hause, aber im Schwitzkasten kann man ruhig mal probieren oder probieren lassen. Natürlich nicht beim kleinen Bruder oder bei der kleinen Schwester, sondern da lieber mit dem Papa oder mit der Mama. Naja, hier ist es, was ich vorhin gesagt habe. Ulf Herrmann versucht natürlich diesen Headlock zu halten und dann schwindet auch seine Kraft dabei. Und der Warrior kommt mit diesem Elbow zurück. Rein und da muss Ulf Herrmann loslassen. Und trotzdem bringt er ihn wieder zu Fall am Boden. Ein Heel Lock, den er da ansetzt, also ein kombinierter Bein- und Fußhebel als Submission Hold. Da müsste er aber jetzt das andere Bein blockieren. Das sind so Dinge, die man dann einfach vergisst. Stattdessen lässt er sich fallen auf den inneren Oberschenkel und nimmt das Bein mit. Und da ist es. Er hat das andere Bein nicht blockiert und muss logischerweise den Konter vom Warrior nehmen, das ist klar. Und damit kommt natürlich ein Star wie der Ultimate Warrior sofort wieder ins Match zurück. Also kann man in diesem Fall sagen, Ulf Herrmann hat nicht in ganzer Konsequenz seine Vorteile ausgenutzt. Und das fällt einem dann natürlich in der weiteren Folge eines Matches auf. Das merkt man selbst, wie der Gegner wieder ins Match reinkommt. Und da nützt es auch nichts, dass man dann zwischendurch vielleicht mal zum Gegner sagt, du, ich schaff dich doch oder dergleichen. Nein, da merkt man, wie sich so ein Match dreht. Und das sieht man auch hier, Ulf Herrmann, der also wirklich im Vorteil war, muss jetzt dem Warrior wieder den Vortritt lassen und der Warrior ist wieder voll im Match. Da gibt es dann einen der berühmten Chops vom Warrior, Headmill. Und dann setzt er auch gleich noch diesen Headlock an von hinten. Schaut mal, da wird man dann zusammengefaltet. Das nimmt einem auch noch mal die Luft. So am Boden sitzend ist das alles viel, viel schwerer zu verkraften, als wenn man im Stehen in einen Headlock des Gegners kommt. Schwitzkasten sagt man nicht zu Unrecht in Deutschland dafür oder in Österreich. Und Mr. Mick McMichael fragt natürlich jetzt Herman the German, ob er aufgeben muss, aufgeben will, nicht mehr weiter kann. Aber dann wäre er natürlich noch nicht der Star, der er schon ist in der CBA. Oh, 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 oh. Und Mr. Mick McMichael glaubt, dass er kurz vorm Aufgeben ist. Und dann kommt der Konter. Ein wunderbarer Konter mit diesem Chinbreaker. Also genau das Richtige. Naja. Was soll er da machen? Da kommt dieses Schubsen, dass der Warrior erstmal draußen ist. Und dann will er jetzt hinterher natürlich. Ulf Herrmann wartet drauf, dass der Warrior da ein bisschen hochkommt, ein bisschen aufsteht. Und dann kommt er mit diesem Cactus Jack Move runter auf den Warrior. Er hat ihn nicht ganz genau getroffen, aber der Warrior muss zu Boden gehen. Und wenn der Ulf jetzt ein bisschen dranbleiben würde, dann wäre es natürlich nicht nur zu seinem Vorteil, sondern dann könnte er den Warrior besiegen.
meine Herren, es beeindruckt mich schon wieder so. Und ich finde es toll, dass der Ulm auch hier ganz einfach den Move angebracht hat. Einfach auf den Borja runter, egal wie. Vielleicht schaffe ich es, dass ich ihn so treffe, dass er weg ist. Aber dann in der Ringecke, da muss er raus, da muss er raus wieder. Und das Match wogt hin und her. Manchmal glaubt man, dass der Borja ganz einfach nicht die Kraft hat, dass seine Rückkehr in den Ring ein bisschen davon gekennzeichnet ist, dass ihm die Kondition fehlt. Aber dann übertaucht er das alles wieder mit seiner Routine, mit seinem enormen Image und seinem enormen Charisma, was natürlich auch sogar auf den Ulf Herrmann wirkt. Und jetzt geht's rüber. Aber trotzdem, Reverse. Aber da hat er sich drehen lassen, der Borja. Und Ulf Herrmann rennt in diesen Bigfoot rein. Ja, und jetzt der Borja setzt er an. Jetzt setzt er an. Er setzt an zu seinen Clotheslines. Okay, ja, 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 ja. Eine nach der anderen. Eine nach der anderen. Der Ulf weiß im Augenblick nicht mehr genau, wo er ist. Das Beste wäre, wenn er einfach liegen bleiben würde. Stattdessen kommt er immer wieder hoch. Taucht jetzt auch noch einmal unten durch. Und lädt den Borja auf, Back Suplex, aber er ist selbst so fertig, dass er nicht einmal mehr covern kann. Und der Referee zählt an. Zählt beide an. Ultimate Warrior, he is back in the ring. Der große Star der WWF und anderer Ligen. Hulk Hogan musste dran glauben, mit einem Pinfall hat er ihn besiegt. Ich habe schon einmal gesagt, eingangs. 9 Jahre ist der Halbster nicht gefickt worden. Dann kam der Ultimate Warrior, hat das Ganze klar gemacht. Jetzt versucht Ulf zurückzukommen. Mit einem Schulterblock und eventuell. Ja, ich will eigentlich fast tragen in der Ringecke. Ja, und da wollte er mit einem Monkey Climb nach hinten gehen. Und stattdessen wird er rausgeworfen vom Ultimate Warrior. Über das Topseil raus. Bei der CWA bedeutet das ja keine Disqualifikation und jetzt der Borja hinterher. Greift er sich den Ulf. Er will ihn wieder oben haben. Will ihn wieder zurechtstellen in der Mitte des Ringes, ja. Oder ihn wieder rausschicken, eins von beiden. Den Arm darf er natürlich normalerweise nicht ziehen. Oh, weh, oh, weh, oh, weh. Flying Clothesline. Und Splash. Und was für ein Splash von Borja. Und das, liebe Fans, das war es. He is back in the ring. And he is the winner. Ulf Herrmann hat dieses Match verloren. Und so wie er da liegt, so weiß er in dieser Sekunde auch, wann er es verloren hat und wo er es verloren hat. Dass er eine große Chance hatte. Und trotzdem gegen diesen Star nicht bestehen konnte. Nach 18 Minuten und einer Sekunde, die Ultimate Warrior! Ja, liebe Fans, ich habe dann die Power Wrestling Trophy überreicht. Und wir hören ganz einfach diesen Song zu, der so herrlich zum Wrestling passt. Speziell für denjenigen, der gewonnen hat. Song von Queens, We Are the Champions. The Ultimate Warrior. Der wahre Star. Wir sind gespannt, in welcher Liga wir ihn wiedersehen werden. Auf jeden Fall wird er seine Warrior University weiterführen in Scottsdale, nämlich seine Wrestling-Schule. Vielleicht sehen wir ihn im Ring dann zu großen Matches wieder. Ich möchte mich verabschieden, liebe Fans, von euch. Ich möchte euch empfehlen, alles in Slow Motion immer wieder noch einmal anzuschauen. Ich möchte euch empfehlen, immer wieder diese Tapes euch zu besorgen. Es wird auch im nächsten Jahr bestimmt wieder eine Kassette von Power Wrestling geben mit den Stars der CWA. Damit sage ich also auf Wiedersehen zu euch.
viel Spaß, viel Freude beim Zuschauen von Wrestling, speziell bei der WCW, wo ich ja auch kommentiere, zusammen mit Nick Held im DSF dreimal in der Woche, dienstags, freitags und samstags. Tschüss also, sage ich, euer Peter Williams.